Ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Nein, Spaß. Ich habe beim letzten Stream, bei der letzten Aufnahme, ich weiß nicht, wie ich immer auf Stream komme. Ich verstehe es einfach nicht. Nun ja, angefangen, diese Mauern hochzuziehen. Diese Mauern sollen mal ein Haus ergeben. Jo, echt, ist so. Unglaublich, ne? Ah, 17:39, es wird gleich dunkel. Nee, da flitze ich jetzt mal nicht mehr los. Ja, doch, ist echt so und ist gewollt so. Warum? Ja, ganz einfach. Ich habe mich gedacht, ich brauche mal ein bisschen Abwechslung. Nein, dieses Erdloch da, das gefällt mir nicht immer mit rauf, runter, rauf, runter. Wir nutzen das ja. Allein die Schürfstelle ist ja schon ganz gut. Aber es ist, ja, ich mag's nicht. Ich hätte ganz gerne lieber was, wo ich schnell rein raus bin. So wie jetzt hier so, ne? Und ja, da kann man auch drauf aufbauen, da kann man auch ein, es ist einfacher, letztendlich damit umzugehen. Wenn ich später mir eine Windkraftanlage baue, so. Ich habe echt gerade nach einem vernünftigen Wort gesucht. Also mit anderen Worten, wenn ich mir eine Windmühle baue, so, dann kann ich die besser anbinden. Dann kann ich diese hier vorhandenen ja, Sachen besser einbinden. Nach unten zu kommen bedeutet einfach nur wieder mehr Weg und womöglich mehr Schwierigkeiten. Es ist jetzt nicht unbedingt garantiert, dass es Schwierigkeiten gibt, aber es ist auch nicht sichergestellt, dass es super easy, super toll, super einfach sein wird. Und ja, da habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig Bock drauf. Außerdem im Erdloch zu leben, finde ich sowieso scheiße. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich könnte einfach mal hier ein rausbauen. So. Ganz einfach. Ich habe hier tolle Sachen. Habe ich eigentlich noch irgendwo Holz, altes Holz? Da. Supi. Ja, ich habe altes Holz und das könnte ich jetzt mal einsetzen. Wie mache ich denn das am besten? Ich weiß schon wie. So, ich brauche eigentlich nur einen Anfang. Zack, so. Weil hier soll ja dann später der erste Stock drauf. Wenn ich denn soweit bin. Na? So. Und
Das war's dann scheinbar auch mit altem Holz. Jo. Ist auch egal, nicht schlimm. Jo, es ist wie es ist. Mir fällt gerade ein, ich habe doch hier noch Knochenerde. Das heißt, rumpumpum. Ich werde in einer der nächsten Folgen werde ich eine Optimierung einbringen, was das Schürfen angeht. Und zwar momentan laufen ja alle Schürfergebnisse in die ins Inventar rein. Und ich werde, also mir persönlich ist das, manchmal merke ich es nicht, dann habe ich das Inventar voll, fange an zu schürfen und der ganze Mumpitz landet nicht im Inventar, sondern im Wasser und liegt da. Und wenn ich eine größere Menge wegschürfe, könnte es ja durchaus passieren, dass ich dadurch etwas verliere. Vielleicht was Wertvolles, vielleicht was weniger Wertvolles, was auch immer. Ist ja auch egal. Es geht nur darum, es könnte was flöten gehen. Und ich habe mir überlegt, was können wir machen? Und da ist mir eine Kleinigkeit aus Minecraft eingefallen. Da macht man ja Ähnliches, wenn man was automatisiert und man arbeitet mit Trichtern. Sowas Ähnliches, nein, nicht sowas Ähnliches. Es gibt Trichter in Vintage Story und genau die werde ich einsetzen, sodass meine geschürften Sachen automatisch ins Wasser fallen, aber dann auch automatisch in der Kiste landen. Also ausprobiert habe ich's, funktioniert. Ich muss jetzt nur natürlich sehen, dass ich, um einen Trichter bauen zu können, muss ich Platten haben. So, und um Platten machen zu können, muss ich einen Amboss haben. Was wiederum bedeutet, ich muss mir einen Amboss gießen. Allerdings möchte ich keinen Kupferamboss. Ich möchte einen Schwarzbronze-Amboss oder Ähnliches, weiß ich noch nicht genau. Also Kupfer und Blei kommen auf jeden Fall nicht in Frage. Weil ich mit diesem Amboss später ja auch in der Lage sein möchte, Eisen zu schmieden. Das geht nicht mit jedem Amboss. Okay. Ja, das nur mal so als kleine Information, Vorabinformation zu den nächsten Folgen. Denn das bedeutet ja unterm Strich, ich werde mich auf die Suche machen müssen nach Rohstoffen, damit ich mir meinen Amboss quasi generieren kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Ganze über Abbau in der Höhle betreibe oder Schürfen, oder ich bin da noch gar nicht wirklich schlüssig. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich hier in der Lage bin, schon mal wieder ein paar Sachen zusammenzubasteln und ich komme nicht so richtig auf den grünen Zweig, habe ich das Gefühl. Das liegt aber auch daran, dass ich 1000 Sachen gleichzeitig machen möchte, die aber nicht gleichzeitig zu erledigen sind. Das ist einfach doof. Also ich kann nicht gleichzeitig ein Haus bauen und auf Ressourcensuche gehen. Ja, ich meine, klar kann ich das, dauert aber bei beiden dann verzögert länger. Und das muss ja nicht sein. Das tut ja alles nicht, no, ne? Und das wiederum bedeutet, ich muss mich entscheiden. Gut, ich habe da oben jetzt so ein halbes Hütchen stehen. Ich
könnte mich jetzt mal so ein bisschen in Höhlen begeben. Vielleicht finde ich noch das ein oder andere Plätzchen, so ein Lost Place oder so, die ich noch zusätzlich platt machen kann. Dann hätte ich auch wieder ein paar alte Holzplanken. Ja, so kommt eins zum anderen, ne? Gut, aber das nur mal so als Vorausschau für die nächste Zeit. Da muss ich einfach dranbleiben und mir entsprechend die Plünder besorgen. Gut. So, jetzt habe ich die Knochenerde auch bald weg. Bin mal gespannt, wie ergiebig das tatsächlich war. So. Letzter. Zack. Zack. Okay, Kupferspieße. Ja, kann man hier schon mal pauschal ansetzen. So. Gut. Habe ich das auch geklärt? Was haben wir denn noch Feines? Brustkorb, Pfeile, Pfeilspitzen. Also der Brüller war es wohl nicht. Wie es ausschaut. Nun ja. Ist wie es ist. Was haben wir hier jetzt? Hier haben wir das. Hier haben wir die Pfeilspitzen. Eins, zwei. Hier haben wir die Knochen. Tja. Hier haben wir Erde. Da kann ich das hier mal unterbringen. So. Okay. Kohle. Ja. Wie spät ist es jetzt? 0 Uhr. Wie gehe ich hiermit eigentlich später um? Ach, ich weiß es noch nicht. Das macht auch nichts. Ich setze mich jetzt erstmal in Bewegung. Denn ich habe jetzt hier. Huch, gar kein Licht an. Fällt mir gerade so auf. So. Ups. Ja,
Ja, ich glaube, ich muss mal überlegen. Ich habe jetzt mir ist gerade bewusst geworden, so, dass dies der Silvester, die Silvesteraufnahme wird. Was ja bedeutet, wir begeben uns in ein neues Jahr. Ich persönlich, für mich, kann nur sagen, 2020 war ein Jahr zum Vergessen. Also, ganz ehrlich, dieses Jahr hat mir nicht wirklich viel Freude bereitet. Das hängt nicht nur mit Corona zusammen, sondern generell. Der einzige Lichtblick, nein, das ist nicht richtig, das wäre unfair. Ein Lichtblick dieses Jahr war Vintage Story. Ich durfte es dieses Jahr kennenlernen. Ich durfte es dieses Jahr spielen lernen. Und es hat mich dazu angeregt, dieses Jahr das Aufnehmen, das YouTube zu starten. Wofür ich, wenn ich ehrlich bin, recht dankbar bin. Es ist eine schöne Sache, ich mache es gerne. Gut, man muss sich mit dem Equipment immer mal wieder ein bisschen arrangieren. Ich kann und möchte eigentlich nicht sofort mit super Profi-Hardware hier um mich schmeißen. Wenn man die Preise kennt, dann weiß man, das ist Irrsinn. Ich verstehe es, wenn das YouTuber machen, die damit ihr Geld verdienen. Dann würde ich das ebenso handhaben. Aber ich tue es nicht. Und aufgrund dessen habe ich halt nicht High-End-Klamotten. Habe ich nicht die Ausstattung von Vollprofis. Sondern habe halt nur so meine Möglichkeit, im Rahmen meiner Möglichkeiten Hardware und Softwareausstattung und auch das entsprechende Wissen. Denn das gehört ja auch dazu. Gut. Ich wollte jetzt aber eigentlich gar nicht auf sowas eingehen, sondern einfach mich bei euch bedanken für ein Jahr, fast ein Jahr YouTube für, ja eigentlich ist es ein halbes Jahr YouTube, ne? Also ich habe im Sommer habe ich gestartet damit, also für ein halbes Jahr, okay, einigen wir uns da drauf. Also danke für ein halbes Jahr YouTube, danke für ein halbes Jahr Unterstützung, dabei sein, ja, kommentieren, helfen. Möchte an dieser Stelle nicht verschweigen, dass ich schon das ein oder andere helfende Händchen aus dem YouTube-Areal bezogen habe. Ich denke, das ist auch gut so. Man kann nicht alles können, man kann auch nicht für alles Zeit haben, schon gar nicht, wenn man nebenbei sein Geld verdienen muss.
Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass alles so läuft, wie es läuft. Es könnte schlimmer kommen. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht automatisch schlimmer, denn es gibt ja dieses Sprichwort, eine Stimme aus dem Nichts sagte, lächle, es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und es kam schlimmer. Nein, das möchte ich nicht. Wobei dieses Jahr sehr schwer zu toppen sein wird. Aber gut, das ist eigentlich egal. Jetzt hat's mich erwischt. Ich bin wieder zu Hause. Ich werde mal einfach sagen, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs vielleicht weiterhin dabei sein. Auf alle Fälle wünsche ich euch da draußen ein super tolles Jahr 2021. Kommt gut rüber, kommt gesund rüber. Seht zu, dass eure Lieben gesund sind und bleiben. Und wenn das alles mal vorbei ist, dann werden wir zurückblicken und sagen, 2020, das war doch das Jahr der Veränderungen. Aber immer positiv sehen. Wenn es eben geht, sollte man sich der ganzen Sache immer positiv gegenüberstellen. Deshalb noch einmal an dieser Stelle einen guten Rutsch. Feiert gut, feiert schön. Habt einfach ein bisschen Spaß. Verliert den Spaß an der Sache nicht. Und wir sehen uns dann hoffentlich im Jahre 2021 wieder mit dem Let's Play Vintage Story. Danke fürs dabei gewesen sein. Ich verabschiede mich aus dem Jahr 2020 und freue mich auf ein Begrüßen in 2021 mit einem Tschüssikowski.